Das Auto hat unsere Epoche geprägt wie keine andere Erfindung. Kein Zweifel, wir leben im Zeitalter des Automobils und die Namen zweier Männer sind untrennbar damit verbunden. Der eine, Karl Benz, Unternehmer in Mannheim, verwirklichte seinen Traum vom Kraftwagen als Einheit von Motor und Fahrwerk. 1886 wurde sein Motorenvelociped patentiert, das erste Automobil der Welt. Der andere, Gottlieb Daimler in Stuttgart, hatte die Vision vom schnell laufenden Motor zum Antrieb aller möglichen Fahrzeuge, sei es zu Lande, zu Wasser oder in der Luft. Daimlers Viertakt-Gasmotor wurde ebenfalls 1886 patentiert. Es ist ein historischer Zufall. Die Pioniere des Kraftwagens haben sich nie kennengelernt. Und doch strebten sie, kaum 130 Kilometer voneinander entfernt, ein und demselben Ziel zu, jeder auf seine Weise. Der Durchbruch des selbstfahrenden Wagens, des Automobils, ist ihr Werk. Die Idee indes war viel älter. Segelwagen sollten nach den Vorstellungen ihrer Schöpfer von der Kraft des Windes vorwärts getrieben werden. Vor diesen Konstruktionen aus dem 15. und 16. Jahrhundert gab es schon Pläne für Muskelkraftwagen, in deren Rumpf Menschen mühsame Tretarbeit verrichteten. Erst im 18. Jahrhundert bot sich mit der Dampfmaschine eine leidlich transportable Antriebsquelle. Nicolas Cugnot baute den ersten Dampfwagen. Ein Ungetüm, gedacht als Transporter für Frankreichs ruhmreiche Armee. Die Probefahrt endete eher unrühmlich. Einige Jahre später kamen kleinere Motoren, die Gas verbrannten, die atmosphärischen Maschinen. Etienne Lenoir aus Paris schuf 1860 eine solche Maschine mit zwei Kolben in einem Zylinder, der erste brauchbare Verbrennungsmotor. Er soll sogar eine Ausfahrt in die Umgebung von Paris überstanden haben. Nikolaus August Otto fügte den von Lenoir vorgesehenen drei Arbeitstakten beim Gasmotor, Ansaugen, Verbrennen und Ausstoßen, einen vierten hinzu, den Verdichtungstakt. Das Viertaktprinzip wurde ein Erfolg. Ottos stationärer Einzylindermotor von 1876 leistete 3 PS bei 200 Umdrehungen in der Minute, ungefähr die dreifache Leistung der Maschinen des Monsieur Lenoir. Ottos Gasmotorenfabrik Deutz AG in Köln stieg zum größten europäischen Hersteller von Viertaktmotoren auf, die freilich noch immer stationär arbeiteten. Beteiligt an der Viertaktentwicklung war auch Gottlieb Daimler, damals Mitglied der Geschäftsleitung in Deutz. Mit Wilhelm Maybach stand ihm ein hochbegabter Konstrukteur zur Seite. Maybach und Daimler erkannten, dass mit dem Viertaktmotor endlich die lang gesuchte Antriebsquelle für Fahrzeuge zur Verfügung stand. Ottos Prinzip, eine Jahrhunderterfindung. Bei Abwärtsbewegung des Kolbens entsteht im Zylinder ein Unterdruck. Durch eine Einlassöffnung wird das Kraftstoff-Luftgemisch angesaugt. Danach verdichtet der aufwärtsgehende Kolben das Gemisch, das dann gezündet wird. Das verbrennende Gemisch explodiert, der Kolben wird nach unten gestoßen, Leistung wird frei. Die Kurbelwelle dreht sich um eine Umdrehung weiter. Im letzten Arbeitstakt werden die Abgase dann ausgestoßen. Ein Jahr zuvor hat Daimler die Deutzer Gasmotorenfabrik verlassen, um hier in Stuttgart eigene Wege zu gehen. Daimler investiert sein ganzes Vermögen für ein Ziel. Er will den Viertaktmotor für den ortsungebundenen Einsatz kompakter und leichter machen. Um gleichzeitig die spezifische Motorleistung zu erhöhen, verwendet Daimler jetzt flüssigen Brennstoff, statt wie bisher Gas, und eine neue Glührohrzündung. Damit leistet der relativ kleine Motor rund 1 PS.
Das Benzin wird in einem Schwimmervergaser in feinen Nebel aufgelöst und mit Luft vermischt, ehe es im Zylinder nach der Verdichtung verbrannt wird. Auch wenn es mancher Zeitgenossin so vorkam, nicht der Leibhaftige machte 1885 die Stuttgarter Weinberge unsicher, sondern Daimler mit seinem Motorreitwagen. Etwa um dieselbe Zeit steht in Mannheim der Fabrikant Karl Benz vor der Vollendung seines Meisterwerks, ohne dass er von Daimlers Arbeit etwas ahnt. Auch Benz verfeinert den Otto-Viertaktmotor. Anders als Daimler kommt er auf eine elektrische Summerzündung, die mit einer Zündkerze arbeitet und recht ansehnliche Motordrehzahlen zulässt. Im Juli 1886 wagt Benz die erste Testfahrt mit seinem dreirädrigen Wagen. Mit dem eleganten Stahlrohrrahmen in Leichtbauweise ist er viel mehr als eine pferdelose Kutsche. Hier fährt das erste richtige Automobil der Welt. Mit dem Zeitpunkt seiner Fertigstellung war dieser Prototyp serienreif. Eine geniale Leistung von Benz. Ende 1887 nahm seine Mannheimer Motorenfabrik die Fahrzeugproduktion auf. Daimler in Stuttgart folgte kurze Zeit später. Auch er hatte jetzt ein Automobil im Programm. Die antiquiert wirkende Holzkonstruktion der Motorkutsche wies auf ihre Abstammung vom Pferdewagen hin. Angetrieben wurde sie von einem 1,1 PS Motor, der vor der Hinterachse lag. Der erste Benz mit vier Rädern kam 1893, Modell Victoria, mit stolzen 3 PS. In Deutschland beeindruckte das damals allerdings nur wenige. Käufer fanden sich kaum. Autofahren galt als unschicklich. Ganz anders in Frankreich, wo Benz und Daimler Verkaufserfolge feierten. Das erste Geschwindigkeitsrennen der Welt wurde auf französischen Pisten veranstaltet. Paris, Bordeaux und zurück. Auch Dampfwagen traten an und erlebten ihr Waterloo. Von den neuen Benzinmotorwagen wurden sie vernichtend geschlagen. Sieger über die 1200 Kilometer Distanz, ein Wagen mit Daimler-Motor. Mit Peugeot entstand in Frankreich vor der Jahrhundertwende die dritte Autofirma. Viele andere, deren Namen heute fast niemand mehr kennt, folgten rasch in aller Welt. Auch in Deutschland waren die knatternden Kisten inzwischen salonfähig. Sogar seine Kaiserliche Majestät Wilhelm II. Geruhten bei der Truppeninspektion ganz modern im Automobil vorzufahren. Mit dem Titel Autokönig schmückte sich ein anderer Regent. Henry Ford, Herrscher über Tausende von Automobilarbeitern in Detroit. Ford revolutionierte die Autoproduktion. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war das Auto mit 5000 Einzelteilen eines der kompliziertesten Produkte. Noch wurde weitgehend im Werkstattstil gefertigt. Der wachsende Markt verlangte aber nach rationelleren Fertigungsmethoden. Henry Ford führte 1913 das Fließband bei der Herstellung seines Model T ein. Die Veränderung war geradezu dramatisch. Ford konnte die Montage eines Fahrgestells mit Achsen, Federn und Motor auf ein Fünftel der zuvor benötigten Zeit senken. Damit fielen die Autopreise. Die Verkaufszahlen stiegen in die Höhe. Man musste nun nicht mehr Kaiser sein, um ein Automobil zu besitzen, aber die eines hatten, fühlten sich so.
Bis zum Ersten Weltkrieg hatte sich der einst hochgebaute Motorwagen zum niedrigen, gestreckten Automobil gewandelt. Der offene Wagen in Standardbauweise dominierte, Motor vorn, Antrieb hinten. Das blieb nicht immer so. Die Konstrukteure probierten alle möglichen Spielarten. So wanderte bei einzelnen Modellen der Antrieb von der Hinter- zur Vorderachse, was für eine günstige Belastung der Antriebsräder durch das Motorengewicht sorgte und vor allem bei Querbauweise enorm Platz sparte. Auch wenn die Wagen nach und nach immer schnittiger wurden, das änderte wenig am ursprünglichen Prinzip von Daimler und Benz.